Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3, Wilde Jagd. So. Ja, wir haben jetzt ein bisschen die Gegend erkundet und sind hier in diesem, ja, was weiß ich, Banditenlager oder was auch immer das war. Beziehungsweise Spionenlager angelangt und haben einen Hinweis auf das Deserteursgold gefunden. Schau ich mal, wie das mit der, wo das auf der Karte ist. Naja, hier waren wir schon. Ja, versteckter Schatz war das. Hier genauso. Hier war das Banditenlager. Und hier ist das Deserteursgold. Wunderbar, das ist auch einigermaßen auf unserem Weg. Warte, ich schau noch kurz hier, ob hier noch irgendwas Interessantes ist oder Kleinkram, den ich einfach gebrauchen kann, wie das als... Oh, hier ist... Seltsam. Ja, seltsam. Was auch immer seltsam ist, ich weiß es nicht. Und damit geht's weiter der Quest entgegen. So. Hier muss ich mit Hilfe meiner Hexersinne den Schatz finden. Silber, oh, Salpeter, das ist ja gut. Brauche ich zum Bomben herstellen. Ja, bevor ich reingehe, schaue ich mich jetzt erstmal hier außen rum und guck, was ich hier so abgreifen kann. Ja, hier war ich schon. Geht sogar auf. So. Naja. Oh nein, das war der falsche. Art brauche ich, ne? Ja. Oh, jede Menge Kisten, das sieht wunderbar aus. Kavalleriestiefel und 30 Orren. Ein verbesserter Sattel. Harz. Kleiner Dasbock Runenstein. Zidarischer Gambeson. Tanzender Stern. Das ist für. Das ist, glaube ich, eine Bombe. Artglyphe und ein paar Orren. Schlüssel? Soll ich einen Schlüssel herkriegen? Verdammt! Mal schauen. Hier ist aber auch nichts Auffälliges. Bis auf die Tür, die ein Scharnier in beide Richtungen hat. Ja. Gut. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich den scheiß Schlüssel her? Nun ja. Erstmal weiter die Welt erkunden. Gehen wir mal hier lang. Oh, ich glaube, das ist der Friedhof. Der ist nicht ganz ohne, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, da werde ich erstmal speichern. Better safe than sorry. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja. Na, wo bist du? Okay. Als ich das erste Mal hier war, hat das Vieh mit mir den Boden aufgewischt. Ist schon lange her, aber das vergesse ich nicht. Und hier sind ein paar nützliche Sachen, wie es scheint. Brief des Hexers Kolgrim von... Ah, hier... nice. Brief des Hexers Kolgrim von der Vipernschule an Eva Bösorg, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemata gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mit ihren Führten einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemata und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Mein Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten, vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Sehr nice. Oh, neue Quest. Hier ist nichts mehr. Hier noch ein paar Pilze. Kartoffelbovist. Mehr Pilze. So wie es aussieht, war es das hier in der Gruft. Ja, da habe ich wohl deinen Job erledigt, Kollege von der Vipernschule. Magie, ein Ort der Macht. Ja, das wissen wir doch schon. Da. Gut, hier ist sonst auch nichts mehr. Bis auf ein paar Blümchen. So, gucken wir mal weiter. Das hier war... Ne, das ist weiter hinten dran, ne? Oder war das unten drunter? Also hier ist nichts, das gehört wohl unten drunter. Egal. Dann weiter nach oben. Was heißt oben? Norden. Und ein weiteres Monster ist hervorragend. Ein Ort der Macht. Ich soll Ort der Macht ausziehen.
Au. Komm, stirb endlich. Danke. Ein Ghoul-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, dafür müssen wir aber erst eine Bombe wiederherstellen. Machen wir gleich. Ein Monsterauge. Scheint selten zu sein. So, Alchemie. Verdammt. Ich habe weder genug für die Kartätsche noch für... entweder brauche ich Schwefel oder Calcium Equum. Das ist ärgerlich. Ich dachte, ich hätte genug. Na dann. Müssen wir das Monsternest erstmal Monsternest sein lassen. Und auf zum nächsten Punkt mit einem Wasser. Und schon wieder Wölfe. Herrlich. Okay. Oh, komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, aus. Aus. Und schon wieder das Schwert. Meine Güte. Gucken wir mal hier. Ja, dann nehmen wir doch einfach das bessere Schwert. Warum auch nicht? Ja. Sieht gut aus. Kavalleriestiefel. Schlechter, schlechter, besser. Oh, sogar besser, oder? Was habe ich momentan für eine Hose an? Auch eine Jägerhose. Gut. Dann ziehen wir halt die mit einem höheren Rüstungswert an. Warum auch nicht? Und damit wäre auch das Problem Waffe reparieren gelöst. Fürs Erste. So, dann gehen wir jetzt eine Runde tauchen, vermute ich mal. Erstmal speichern. Kriegsbeute. Was? Oder war das schon alles? Erstmal Luft holen.
ist noch was. Da leuchtet noch was. Ach, Kreuzdorn. Na wunderbar. Nee. Gibt's hier wohl erstmal nichts mehr. Und ja, dann schauen wir mal hier beim Schmied vorbei. Vielleicht können wir ja dann schon das Schwert der Wiebernschule schmieden. Dann hätten wir ein besseres Silberschwert. Schauen, was ich dafür für Materialien brauche. Willst du spionieren oder feilschen? Beides natürlich. Was denkst du denn? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Okay. Na gut, das könnte ich eher erst ab Level 13 tragen. Okay. Ich brauche Silberbarren. Sonst habe ich alles. Ja, der Rest ist relativ uninteressant. Okay, Silberbarren. Moment. Ich schaue erstmal hier, ob ich die so schon herstellen kann. Ob ich genug Material dafür habe. Ach du Scheiße. Ich brauche 10... mal Silber. Für einen Barren. Ah, okay, so geht das. Oder hier Silbererz zweimal. Gut, gucken wir mal, was wir haben. Zum Zerlegen. Ja, hier kriegen wir einmal Silbererz raus. Ist doch ganz nützlich, wenn man den ganzen Kram mitnimmt. Aber sonst sieht's mau aus. Der hat bestimmt auch Silber zum Kaufen, oder? Stahl, stäblich, ja, nicht genug. Eisenerz brauche ich nicht. Na gut, schade. Verkaufen wir noch ein bisschen von dem Kram. Weg damit. Weg damit.
Okay, weg damit. Wunderbar, so kommt man dann wenigstens mal zu ein bisschen Knete. Brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Okay, ist nur gut für die Ausdauer. Ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ich bräuchte noch 5-mal Silber, beziehungsweise mal eins. Einmal, dann könnte ich mal von dem was kaufen. Dann wird's reichen. Es ist ärgerlich. Schade, schade, schade. Ärmlich, finster. Aber dann schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen weiter in der Gegend um. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Silber oder Silbererz. So, als nächstes. Schauen wir uns den Sumpf hier an. Ja, hier sind wieder die Ertrunkenen zurück und hinter mir. Au. Und tschüss. Oh, Gaswolken. Interessant. Ha! Oh, noch einer. Und tschüss. Ich hoffe, das war's. Ich kann jetzt in Ruhe durch den Sumpf warten. Okay. Bewachter Schatz. Ob damit wohl die Gaswolke gemeint war? Die bewacht? Egal. Okay. Nächster Ort. Ein Banditenland. Lass ihn nicht so. Wunderbar. Bastard. Die Wölfe einfach mal mittendrin. Ach stimmt ja, ich wollte ja nicht jeden Rotz mit aufnehmen. Zumindest was Waffen angeht. So. Hätten wir das auch geklärt. Da noch einer.
So, war's das? Rüstungsreparaturset, das ist nützlich. Ah, Silber. Sehr schön. Sehr schön. Okay, das war auch gut. Also hier hat es eine schöne Ausbeute gegeben. Und damit gleich zurück zum Waffenschmied. Schon wieder Wölfe. Jetzt reicht's aber. Ja, langsam merke ich, wie ich stärker werde durchs Leveln. Hoppala. Ich muss ja nicht wieder durch den Sumpf latschen. Und die Sonne geht auf. Na, Moment. Na, komm her. Jetzt reite ich dem Sonnenaufgang. Nee, das war so ein Untergang. Entgegen wie Lucky Luke. Naja. Und dann auf zum Schmied. Und hoffen, dass das Silber nicht zu teuer war. Willst du spionieren, oder? Zeig mir deine Waffen. Oh, ja. Na los. Silber, Silber. Jetzt hat er auf einmal 5. Willst du mich verscheißern, oder was? Na dann. Ach ja, muss erst den Silberbarren herstellen. Und das Schwert ist zu teuer. Wunderbar. Damit sollte ich es mir leisten können. Und ein Wiebernschwert hergestellt. Bis dann. Nicht schlecht. So, und damit hätten wir auch das Ende dieses Parts erreicht. Wir haben jetzt einiges erreicht und machen uns jetzt im nächsten Part dann auf die Suche nach dem Rest der Vipern-Schulenausrüstung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann!